Grüß Gott, mein Name ist Wagner Josef, komme aus Leiskirchen und hätte, so wie einige andere, Botschaft an Herrn Landeshauptmann und eigentlich die gesamte Landesregierung zum Stand der Dinge im Fall der Freileitung Riedrab. Der Stand ist derzeit so, dass eigentlich über uns drüber fahren können. Das heißt, das Land Oberösterreich hat die Bescheide, also die Energie AG besser gesagt. Und hört sich auf den ersten Blick logisch an, wenn die Bescheide da sind, können wir drüber fahren. Warum ist das für mich nicht logisch? Die Bescheide, also das Amt der oberösterreichischen Landesregierung hat eine Leitung genehmigt, eine 200 Megawatt Leitung für eine Region, die was nur 18 Megawatt braucht. Das ist schon mal das erste Rätsel, was viel da ein Rätsel aufgibt. So, die unabhängige Behörde zum Beispiel, ich habe mir da schon einige Sachen gesammelt die letzten 10, 15 Jahre. Die unabhängige Behörde sagt zum Beispiel auch zum Erscheinungsbild von Freileitungsmasten optische Momente. Das ist für das Land Oberösterreich und das optische Momente. Ist ein bisschen sarkastisch, muss man fast sagen. Es wird oft von der Politik eben gerade unser schönes Oberösterreich gelobt, die unvergleichliche Landschaft, und wenn es um einen Strom geht, es gibt einfach halt andere Möglichkeiten, das müssen nicht mehr Freileitungen sein. Das haben wir schon oft gehört, das ist in Bayern so, das ist in der Schweiz so, das ist in Norwegen so. So viel zum Dings. Viele Leute sagen, haben nur über Medien ein bisschen was erfahren. Nicht? Dann haben wir zum Beispiel die bekanntesten Argumente von Energie und Politik. Das Erdkabel sei nicht Stand der Technik. Ja, wie ich schon erwähnt habe, in anderen Ländern ist das sehr wohl Stand der Technik. Das nächste Kurzargument ist, wie von der Politik, das ist zu teuer. So. Wenn wir schon von den Ausgaben reden, darf man auch von den Einnahmen reden. Das kann sich zum Beispiel jeder daheim ausrechnen, anhand seiner eigenen Stromrechnung. Da heißt zum Beispiel Netznutzungsverbrauchpreis. Das sind nicht nur 4,35 Cent pro Kilowatt. In Summe kommt aber auf die 600.000 Haushalte in Oberösterreich 102 Millionen Euro jährlich zusammen. Gesamt, wenn man die Netzdienstleistung dann ganz zusammensetzt, sind das jährlich 140 Millionen Euro. Also da ist das für mich ein bisschen traurig, wenn ich da nur von den Ausgaben rede, weil das RKB vielleicht ein bisschen teurer kommt. Der nächste Punkt war für mich dann, die Leitung sei für Betriebsansiedlungen und Arbeitsplätze schaffen. Ja, ich sag, wir selber haben drei Kinder, ich bin auch sehr froh, wenn wir uns da in der Nähe einen Arbeitsplatz finden einmal. Nur sehe ich da keinen Widerspruch auch mit dem RKW. Ist für mich kein Widerspruch. Wenn ich mit der Freileitung Betriebsansiedlungen herbringe, dann geht das auch mit dem RKW. Und nur ein schönes Argument von Politik und Energie AG ist, wie die Leitung sei für mehr Versorgungssicherheit. Jetzt wissen wir alle, wir leben im Klimawandel und die ist erwiesen, die Wetterextreme häufen sich von Jahr zu Jahr. Also das heißt Schneedruck, Wind. Und da ist, ja, wenn man da drüber nachdenkt, von wo haben wir die meisten Stromausfälle, das sind meistens beschädigte Freileitungen durch Baumsturz und so weiter. Ja. Also die, wie gesagt, es geht nicht nur um unser Grundstück, mein eigenes Grundstück, es geht um Anrainer und einfach um das gesamte Landschaftsbild.
Ich glaube, die wir haben nicht das Recht, dass wir das Landschaftsbild zerstören und die Energie genauso wenig. Die Landschaft gehört uns alle. Und da verstehe ich einfach das nicht, dass da seitens der Energie AG nicht mehr Verantwortungsbewusstsein da ist und auch leider auch von den Eigentümern, sprich Land Oberösterreich und einige Banken. Die haben jährlich Rekordgewinne, Dividenden und uns auch der Bevölkerung wird halt dann wieder aufs Auge gedruckt, ja, das ist zu teuer. Das ist für mich überhaupt nicht zum Einsehen. Wie gesagt, Herr Landes, sagt man, es geht nicht nur um die Leitung bei uns im Innviertel, es geht um die Projekte im Kuhlental, die aktuellen, die neuesten im Mühlviertel. Wer weiß, wo die nächsten Netzausbaupläne vorliegen, vielleicht noch von Rad nach Ranner, das heißt dann im Sauwald oder im Hausruck. Im Endeffekt kann von Netzausbau jeder betroffen sein. Und da bitte ich einfach auch die Bevölkerung, jeder soll sich vor Augen halten, ja, was tat ich, wenn ich davon betroffen war? War ich für Freileitung oder war ich doch für RKW? In diesem Sinne, wie gesagt, bin ich. Wie Sie wissen, Herr Landeshauptmann, haben wir vor einiger Zeit eine Menschenkette gemacht in Deiskirchen mit sehr viel Leid. Das Ziel dabei, wissen Sie sicher, ist eine Einladung an Sie, auch gerne an Herrn Naturschutzlandesrat Heimbuchner, kommen Sie zu uns nach Deiskirchen oder ins Schloss Zell an der Bram und reden Sie wirklich mit uns. Das war nicht nur mein Anliegen, Sie haben das auch gesehen, das ist auch das Anliegen von Herrn Bürgermeister Weihrauch Müller. Machen wir neue Wege. Danke.